Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie ihr seht, habe ich etwas sehr Ungewöhnliches an. Leute, heute ist alles schief gelaufen. Und zwar, heute steht Dimas Hochzeit an. Wow! Deswegen habe ich mich auch so angezogen. Wir sind auch schon an der Location. Aber ich sage euch jetzt erstmal, was schief gelaufen ist. Und zwar bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass die Hochzeit erst um 18 Uhr anfängt. Dann gucke ich auf die Karte, die wir bekommen haben, um 16 Uhr. Und dann steht da 15.30 Uhr Trauung. Wirklich, ich hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch und weil ich mich doch komplett fertig machen musste. Aber egal. Ich stehe hier jetzt fertig gemacht. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit. Das wird ein cooles Video. Da vorne war vor 3 Stunden die Trauung, die wir ja verpasst haben. Geil. Das hier ist Louis Auto. Sehr schöne Handtasche hast du da. Das ist meine, ja. Aber wir passen richtig gut zusammen. Von der Farbe her. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die Halle. Tisch 9. Luis, Isabel und Tim. Wer ist denn Tim? Mr. und Mrs. Balenciaga. Leute, ich bin bereit zum Heiraten. So, wir haben Dima im heutigen Vlog noch nicht gesehen. Was geht? Willkommen bei mir auf der Party. Dima heiratet heute. Ja, ich habe schon geheiratet, dieser Ring. Ja, dein Ring. Ja, jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen, weil ich habe heute schon Ja gesagt. So, aber warte mal. Jetzt möchte ich wissen, was du dazu sagst, dass ich deine freie Trauung verpasst habe. Ich dachte mir nur so, typisch Isabel. Ja, Trauung. Die geht einfach 1,5 Stunden und die ist einfach erst voll spät da. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Hochzeit erst um 18 Uhr anfängt. Alter, ich habe ja nicht alles aufgeschrieben, wann, wo, wer sein muss. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es einfach nicht. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, weil Isabel geweint hat. Ja, ich hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch. Ich habe um 16 Uhr habe ich auf die Karte geguckt. Ich habe so, die Trauung, oh mein Gott. Und dann habe ich mich richtig schnell fertig gemacht. So, Dima, aber du weißt jetzt, was kommt. Oh nein, willst du mich umdrehen? Du guckst schon so herum. Scheiße. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen Backflip machen. Oh mein Gott, jetzt muss ich mir auch noch irgendeine Stelle suchen. Scheiße. Also wäre schon cool, du kannst es auch hier machen. Boah, ich glaube, ich schaffe das nicht mit den Schuhen und diesem ganzen Zeug, sagte Luis. Ich muss dir eben diese Übergabe hier gestatten. Aber er macht es trotzdem. Also, wir kommen ja nicht von schlechten Eltern. So, wenn ich jetzt mich umbringe, dann habe ich wenigstens geheiratet. Ja, stimmt, du hast wenigstens geheiratet. Du machst es wirklich. Scheiße. Okay, let's go. Für die Hochzeit. Für die Hochzeit. Für Mary. Oh mein Gott. Du hast es gemacht. Junge. Boah, ich habe mich echt unsafe gefühlt. Scheiße. Aber das war gut. Sehr gut. Oh, scheiße. Ich habe mich selber geklatscht. Aber ich kann zum Glück nichts machen, weil ich ein Kleid anhabe. Ja. Rache gibt's auf jeden Fall. Nein. Was geht? Mein Name ist Jesse Dellert. Ach nee, Quatsch. Mein Name ist Isabel. Und ich bin hier unterwegs auf dem Kanal von Isabel und das ist Ruben und das ist Jano und der Janik und Luis natürlich. Hallo! Isabel. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Wir übernehmen hier den Kanal heute, weil die ganzen Videos in der letzten Zeit, Qualitätsanspruch war nicht da. Aber ich sag mal so, das soll alles besser werden, von daher übernehmen wir den Kanal heute mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und Fabian sagt die letzten Worte. Prost! Isabel, wie war denn die Ansprache heute? Super! Ja, deswegen filme ich sie gerade. Nein, die war gut. Sie kommt auch zu ihrer eigenen Hochzeit zu spät. Hast du Drehgenehmigung? Nein, aber die brauche ich auch nicht. Die kommst du bitte raus. So Leute, jetzt kommt der Hochzeitstag. Bist du Bayern-Fan?
gerade auf Dimas Hochzeit. Es ist jemand da, den kennt ihr bestimmt. Schon mal gesehen, ne? Schon mal gesehen auf TikTok. Vielleicht vom Turn, ne? Ich bin dieser berühmte Turner, der schon mal im Video aufgetaucht ist. Ich habe dir mal Turn beigebracht, aber du hast es gut hinbekommen. Und jetzt bringe ich dir gleich noch Tanzen bei. Ja, also beim Fußball hast du mich ja schon abgezogen. Das stimmt. Ich würde vorschlagen, du tust jetzt was vor. Was soll ich denn tun? Würdest du das jetzt wirklich machen? Ja, was soll ich denn machen? Ein Ratschlag. Also wenn du das jetzt noch kannst. Was? Oh mein Gott, du hast das doch. War das okay? Ja. Jetzt noch Backflip? Backflip, los, spring. Aber du hast es nicht verlernt. Ich bin richtig stolz auf dich. Wer wirft mein Glas um, Alter? Und da warst du einmal kurz weg und dann passiert das. Also Leute, kurzes Update. Dima hat richtige Tanzmoves drauf. Ich habe mir gerade ein paar Flips von diesem Stand gegönnt. Das ist absolut mein Stand. Mal sehen, was noch so kommt. Tschüss, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ja, mein Statement zur Hochzeit war richtig geil. Also die Stimmung war auf jeden Fall da. Luis hat es auch gefallen, oder? Yes. Willst du dich zeigen? Das ist ein bisschen komisch, weil ich liege im Bett und ich habe noch meinen Anzug und alles an. Wir wollten eigentlich die Abmoderation vorher drehen, aber Isabel war so schlau und hat sich direkt umgezogen. Ja, ich musste das Kleid ausziehen. Stark. Shoutout an Dima. Und Mary. Sehr coole Hochzeit. War richtig cool. Gerne wieder. Nochmal heiraten. Okay, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Und jetzt so dieser weiße Hintergrund.